Einen wunderschönen guten Morgen aus Sunkenland. Ein neuer Tag bricht an, ich habe die Nacht durchgemacht. Und bin hier fleißig am Erze einschmelzen und Muscheln am Braten. Und wir haben schon 6 Barren. Das heißt, wir können jetzt forschen. Und zwar will ich diese Wasserpumpe machen. Die heften wir uns mal an. Dann brauchen wir Komponenten. Plastik und Glas. Glas. Kunststoff. So, dann haben wir das schon mal. Wenn wir die Rüstungswerkstatt bauen, könnten wir Rüstung reparieren. Das wäre auch jetzt nicht so verkehrt, ne? Verbesserter Grill mit 10 Schrott. Na komm, machen wir. Werden wir auch erforschen. Dann können wir hier eventuell den austauschen, der hier steht. Mal gucken. Und wir verbrennen nicht so viel Holz. So, wichtig ist mir jetzt die Pumpstation. Die... wo ist die? Bei Essen? Einfacher Reiniger. Hier, fortgeschrittener Reiniger. Da brauchen wir noch einen Eisenbarren und 2 Kunststoff. Da haben wir ihn. Bauen. Dann setze ich den hier hinter die Leiter, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ab wann das hier reinglitscht, deswegen stelle ich es mal ein bisschen weiter weg, so. Holz hinzufügen. Nein, Holzplanke. So, wie geht das jetzt? Holz hinzufügen, mehr Wasser hinzufügen. Ach, wie cool ist das denn bitte? Das ist ja wesentlich einfacher, als ständig mit dem Eimer hin und her zu laufen. Ach, wie super. Das ist ein Träumchen. Das ist ja spitze. Cool. Ja, das ist smart. Das ist echt gut. Cool. Das ist nice. So. Das Thema ist jetzt, ich habe ja gesagt, ich will die Grundbasis von der Basis 5 machen und das oben 7. Also praktisch noch einmal rum. Jetzt haben wir hier aber vorzeitig geendet, hier in dem Bereich. Ich glaube, ich mache hier so einen Umlauf um die Seite, dass wir uns dann darüber auch verbinden können. Aber dazu brauchen wir noch viel mehr Blech, was wir jetzt aktuell nicht haben. So, können wir noch einen Grill bauen? Einfacher Grill, einfacher Reiniger hier. Das müsste doch möglich sein, oder? Nee, ich glaube, die Komponenten langen nicht. Nee, die Komponenten langen nicht. Das ist schon ganz schön teuer. Das essen wir, dann füllen wir hier Holz auf. Okay. Okay, okay, okay. Nee, dann können wir den Grill noch nicht bauen. Gut, wir müssen halt nochmal, wir müssen looten. Wir haben ja noch eine Rechnung offen mit dieser einen Basis. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt an diese eine Basis ran. Packen das Metall hier rein. Ein bisschen was zu essen, das nehmen wir mit. Die Mupfeln lassen wir da. Ich habe noch einen 20er-Pack Komponenten. Habe ich das übersehen? Ach, da. Oh Mann, ey, Sturz. Okay, dann können wir doch bauen. Hey. 15. Und Kunststoff. Achso, warte mal. Dann müssen wir aber den alten Grill erstmal abbauen. Da muss ich kurz warten, bis die Muschel hier durchgebraten ist. Eisenschmerz machen wir dahin. Jetzt können wir es aufnehmen. Jetzt ist die Frage, wenn wir das Ding abbauen, kriegen wir denn dieses Holz wieder, was da drin liegt? Das wäre schön. Nee, das Holz verschwindet. Okay, kann man nicht machen. Ja, kann man nichts machen. Den Herd, den heben wir jetzt auf. Den packe ich jetzt mal hier in die Kiste.
Den hebe ich jetzt mal auf, bis wir den Schredder haben. Ich denke, wenn wir den Schredder haben, können wir das da drin verwerten. Wie tief können wir hier ran? So geht's, ne? So, Holz haben wir jetzt nicht, aber da haben wir zum Glück einigermaßen viel. So, kann ich jetzt hier mehr drauflegen oder vernutzt er einfach nur weniger? Geht trotzdem nur eins. Dreht wahrscheinlich schneller und soll weniger Holz verbrauchen, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Lecker gebratene Muscheln. Mupfeln. Cool. Nice. Hat der einen Schalter an der Seite? Hat sogar einen Schalter an der Seite. Ja, es geht ja wesentlich schneller. Da bin ich ja ruckizucki fertig mit dem Zeug. Cool. So, dann packen wir den Rest hier weg und dann gehen wir wieder auf Mission. Wir brauchen unbedingt noch mehr Blech. Damit wir, zack, damit wir die Hütte hier weiter ausbauen können. Damit wir vor allem die Verteidigung erhöhen können, das wäre schon wichtig. Habe ich noch genügend Pfeile? Ah, wird schon reichen und die Läppchen lassen wir noch hier, ne? Die brauchen wir auch nicht mitschleppen. So. Guti. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Also die Steuerung von dem Boot ist wirklich, ich glaube, wir sollten gucken, dass wir das Motorboot bauen können, dazu brauchen wir noch mehr. So. Wir haben noch eine Rechnung offen, wir haben 10 Uhr morgens, von daher haben wir ein bisschen Zeit. Oh, jetzt dahinter sieht es aus, da oben, als wäre da so ein Flughangar auf der Insel oder so, so groß wie das ist aus der Entfernung. So, das Thema ist jetzt nur, dass die sich da rein verpieseln können und der eine hat auf jeden Fall eine Schrotze. Nee. Das kann nicht sein, warte mal, ich steig mal ab. In die Hocke. Das war auf jeden Fall ein Volltreffer. Das war kein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Oh, der ist sogar runtergefallen. Nice. Der ist mit der Schrotze. Ja, super. Jetzt ist er wieder hinter dem Container da oben. Da ist er. Habe ich ihn erwischt? Nee. Das war gegen das Blech, das habe ich gesehen. Der ist auch weg, der ist auch runtergeplumpst. So, jetzt ist die Frage, war es das oder... Ich kann in der Hocke paddeln. Wie geil ist das denn? Steh mal auf. Ich konnte in der Hocke ins Boot gehen. Da würde ich ja gerne wissen, wie das von außen aussieht. Okay. Was zu essen? Noch mehr zu essen? Wow. Die haben ja richtig dabei. Ist das Ding jetzt weg? Ah, es weiß. Sehr gut. Das geht wohl nicht.
So, wir haben noch ein bisschen Platz. Haben wir hier noch was übersehen? Das Beet wird nicht weggehen. Ne, ich denke, das war's. Und ich sag noch, leg dich nicht mit dem Commander an. Wir müssen, glaube ich, mal das Inventar leeren. Oh! Ja, wir müssen das Inventar leeren. Warte mal, vielleicht können wir das Bett noch mitnehmen, das müsste es decken. Die drei Sachen kriegen wir nicht rein. Ich pack kurz aus. Wir müssen hier oben, haben wir noch mehr Kram. Da. Kater randaliert im Hintergrund. So, hier habe ich letztes Mal mich gewundert, dass doch noch einer drin saß. Aber jetzt ist anscheinend frei. Da ist es Musik in meinen Ohren. Letztes Mal stand er nämlich hier. Na, sind anscheinend wirklich alle weg. Einen Platz haben wir noch. Jetzt haben wir keinen Platz noch. So, was sagt denn der Anzeiger? 100%. Ich glaube, da sind wir 100% fertig. Sehr, sehr nice. Ach, sehr gut. Jetzt können wir nicht ausbauen. Also ein bisschen was am Blech haben wir. Wir haben noch neue Klamotten, die können wir alle eintauschen. Die sind zwar nicht so viel wert beim Tauschen, aber ich finde, das passt schon. Also wir beginnen jetzt mit der Umrandung unserer Grundstruktur unten, damit die, wenn sie uns angreifen, im Wasser bleiben und nicht hochspringen. Weil die Basis passt ja. Dann gucken wir nochmal die Klamotten durch, nicht, dass da auch noch was gepatcht worden ist, dass die unterschiedlich viel wert sind oder unterschiedliche Werte haben. So. Aber erst einmal sortieren wir den Kram hier aus. Die Klamotten. Ah, wir haben keinen Platz. Warte mal, wir gucken mal kurz durch. Hemd mit orangem Kragen, das kann auf jeden Fall weg. Die Militärhose. Nee, das passt zum Oberteil. Die Jeans können wir weggeben. Was haben wir denn noch hier? Hier das Top können wir weggeben, dann kommt das dafür rein. Und die kurze Hose können wir weggeben. Und das hier, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Ach so, der Ring und so muss hier noch rein. So, Erdbeeren müssen wir mal anpflanzen. Da haben wir genügend Setzlinge. Weißt du was, das mache ich gleich mal. Gucken wir ganz kurz oben nach dem... nach der Ernte.
Was ich ein bisschen schade finde, dass man wirklich überhaupt keine Setzlinge von den Baumwolldingern rüberkriegt. Das ist irgendwie... Das finde ich irgendwie blöd. Irgendwo habe ich doch noch Baumwolle gesehen. Da ist noch Baumwolle, siehst du? Aber wir haben keine Setzlinge. Hm. Na gut, machen wir hier jetzt erstmal Stoff draus. Na gut. Dann machen wir das hier rein und das da rein. Das holen wir uns später dann raus. So, Mupfeln braten. Gut, was trinken. Das ist so genial. Dass das so einfach möglich ist. Einfach ein bisschen Holz weiter reinlegen. Perfekt. So, dann hole ich mal den Kram von unten. Nein, das war nicht gut. Wo ist es hin? Ach, die Kohle hat noch reingepasst. Okay. Ja. Das ist voll. Schade eigentlich. Und hier ist auch gut voll. Gut, das stackt. Die Muscheln stacken. Na gut, die können wir noch auf den Grill legen. Dann haben wir hier gebratenen Wahoo. Hähnchenschenkel und das Fleisch können wir noch braten. Und die Kohle nehmen wir irgendwo im Holz rein. Die können wir eh, die können wir verkaufen, die Kohle, ne, meine ich. Gut, dann packen wir den Gummi da drauf und dann gehe ich mal kurz die Klamotten drüben verkaufen. Was nehme ich denn von dir? Baupläne brauchen wir eher nicht, den Scanner, aber den willst du mir nicht für die Klamotten geben. Weißt du, was wir machen? Wir machen eine Folgendes. Ich gebe dir die ganzen Klamotten und du gibst mir... Was? I need more? Das ist nicht mal ein Silberling wert. Vier Bleche würde ich für die paar Klamotten kriegen. Na gut, ich will sie eh nicht tragen, von daher... Drei Klamotten. Wow. Das ist mies. Aber gut. Ich nehme lieber das Blech anstatt diese... Dass ich die Klamotten behalte. So, Kohle passt hier nicht rein. Ich habe ja noch eine Hose über. Moment, ist das schon gebraten? Ach, das ist schon gebraten. Ah, okay. Ja, nehmen wir das uns so mit, oder? Wobei, wir können ja hier mal, das können wir mal essen. Irgendwie ist es voll, die Kohle hier rein. So. So, dann bauen wir mal die Verteidigung fertig. Dazu brauchen wir Bleche und ein bisschen Holz. Und das müsste eigentlich reichen. Verteidigung bauen. Guck nach oben. Das war's. Wir brauchen Holz. Holz. Wir können noch zweimal Verteidigung bauen mit... Mit den Blechen. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir das Boot absichern. Das wäre schon schön, wenn wir das irgendwie... Wenn wir das absichern könnten. So. Mal gucken, ob es reicht. Yes. Da vorne haben wir einmal unnütz da stehen. Ich weiß nicht, könnten wir eventuell abbauen, aber es ist unnötig. Wir haben die Grundbasis haben wir abgesichert. Das ist doch sehr, sehr geil. Das freut mich.
So, Lappen haben wir jede Menge. Der macht noch weiter. Der kann nichts braten, weil wir nichts zum Braten haben. Da müssten wir jetzt Mupfeln reinlegen. Da. Gut. Kohle hier rein. Eisen da rein. Wie haben wir denn? 18 Uhr. So, die Grundbasis ist verteidigt. Uns geht es einigermaßen gut. Da es jetzt dunkel wird, können wir nicht viel machen. Und die Nacht durchmachen halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll. Oder machen wir die Nacht durch und ich schmelze ein bisschen ein, damit wir hier weiterkommen. Ja, das mache ich. Ich schmelze ein bisschen ein. Wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Es geht ja schneller als gedacht. Mit einem schönen Sonnenuntergang verabschiede ich mich nicht aus dieser Folge, aber bis gleich. Bis morgen früh. Und schon ist Sonnenaufgang. Die Nacht wieder durchgeschafft. 6 Uhr früh. Ich habe ein bisschen was eingeschmolzen und gekocht. Ich bin hier die ganze Zeit hin und her gewuselt zwischen Herd und so weiter. So, was machen wir? Wir machen uns einen besseren Speer. Und zwar, wir erforschen den Amboss. Da brauchen wir erst noch ein bisschen Blech. So, dann bauen wir den Amboss. Ich hoffe, ich kann ihn, habe das Material dazu da. Oh, 11 mal... Oh nee, oder? Warte mal, was können wir noch machen? Lass mal kurz schauen, was wir noch eintauschen können. Das Magazin ist 30 wert und wir nehmen mal die Ringe mit. Das Handy nehmen wir mit. Und ansonsten... Die Deko würde ich aufheben. Gerade die Leuchtreklame finde ich irgendwie ganz schick. Die Weinflaschen, oder? Die Weinflaschen ist ja auch Handelsgut. Handelsgut ist immer gut. So, wir machen das hier unten hin. Die Kohle hier drauf. Der Mupfel rein. Der Eisenbarren. Oh, haben wir kein Eisen mehr einstecken? Okay, alles klar. Okay. Ah, ich habe 2 im Rucksack noch. Langt das? Warte mal, B bauen. Ne, 1 fehlt. Dann... So, so viel Kohle hier einstecken. Gebratene Muscheln, das deckt dann. So, wir brauchen 13 Eisen. Das heißt, wir paddeln mal kurz rüber. Und gucken mal, ob wir von ihr einfach ein bisschen... Ich hole jetzt einfach Blech. Wir brauchen ja nicht so viel. Weinflaschen hätte ich dir zu verkaufen. Was kriege ich denn dafür? Kriege ich einen Scooter? Get lost. Okay, viel zu teuer. Not bad. Ah, jetzt wird sie langsam. Okay. Das ist doch gut. Ist doch top. Was ist das Handy wert? 50. Ich hätte auch mit Kohle handeln können, ne? So. Ich hoffe, das kriege ich ins Inventar. Jo, hat reingepasst. Hey, wir haben Blech. Und die wertvollen Ringe haben wir noch aufgehoben. Das passt. So. Amboss bauen. Wo stellen wir dich hin? Den Schmiedeamboss. Den mache ich hier in die Ecke. Eisenspeer. 2 Klebeband, 6 Komponenten. Erstmal das Metall aussortieren. Die wertvollen Sachen hier rein. Die Mupfel. Oh, da fehlt Holz. Also ich finde, der neue Herd hat sich nicht wirklich gelohnt. So, Klebeband und Komponenten. Komponenten, Klebeband. Ah, das Eisen sollte ich vielleicht auch noch mitnehmen, ha? Sturz. Wie wär's?
Wäre das eine Idee? Ah, endlich den Eisenspeer. Das ist super. Cool. Den alten Speer, weiß ich nicht, ist eh Schrott. Da kann man ja nichts mit anfangen. Habe ich jetzt hier Kohle einsortiert? Ja, da habe ich auch noch Kohle drin. Dann machen wir die Kohle hier vorne rein. So. Irgendjemand hat mal geschrieben, dass er mit Kohle handelt. Bei der Händlerin. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Kann man eigentlich Kohle nutzen als Brennmaterial? Nee, das kann nicht sein. Wenn Brennmaterial, wenn Verbrennen Kohle bringt, dann kann das ja eigentlich nicht passen. Gut. Ah, wir haben einen Speer. Das Ding ist richtig nice. So, damit werden wir uns auf jeden Fall an die Autobahnbrücke begeben. Was wollte ich noch machen? Schießpulver wollte ich erforschen, genau. Mit Sulfur ein bisschen Kohle, dann können wir nämlich die Kohle verarbeiten. Ich weiß doch, hier mal Sulfur. So, dann haben wir Schießpulver gelernt. Dann müssen wir noch einen Hai besorgen, also so eine Haiflosse, damit wir uns einen besseren Rucksack machen können. Das wäre super. Kann man jetzt Schießpulver hier im Inventar herstellen? Wie funktioniert das? Wo macht man denn Schießpulver in dem Spiel? Ach, da. Okay, dann haben wir jetzt zumindest das Sulfur verarbeitet. Okay. Da ist auch noch ein 20er Stack Kohle, habe ich gerade gesehen. So, haben wir jede Menge Kohle. Ich meine, man kriegt ja so viel Kohle beim Einschmelzen von dem ganzen Kram, ne? Jetzt fühle ich mich sicher. Also, wir haben die Armbrust, wir haben eine Axt. Die bessere Axt spare ich mir erstmal. Da warte ich noch ein bisschen drauf. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet jetzt, um auf Tauchgang zu gehen, würde ich sagen. Ne? Sollten wir mal machen. Gut, dann nehmen wir das mit zum Heilen. Das Erz packen wir da rein. Die Mupfeln passen hier nicht rein. Dann machen wir es einfach so. Ne? Ach, und die Schießpulvermunition. Das können wir auch noch machen. Stimmt, das können wir auch noch erforschen. Vom Hütskin auf Stöckskin. Und wir nehmen uns Pillen mit, damit wir länger tauchen können. Gut. Sortiert. Ein Schießpulver ist noch über. Haben wir auch sortiert. So, und dann nehmen wir uns hier die Tabletten mit. Nehme ich die komplett mit? Okay, noch was essen, fällt mir gerade auf. So, jetzt sind wir satt. Jetzt trinken wir einen Schluck aus unserer Entsalzungsanlage. Also die Entsalzungsanlage ist ja echt top. Das finde ich super. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Zeit gucken, weil ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wie lange wir schon aufgenommen haben. Jetzt sind wir bei 28 Minuten ungefähr. Ja, das ist eine Folge. Ich denke jetzt nochmal loszuziehen, da, bis ich da bin. Das dauert ja auch noch einen Moment. Da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und werden wir das Autobahnkreuz besuchen. Da sind nämlich auf jeden Fall noch, da ist richtig guter Loot noch unterwegs. So, more quitted. So, 10.38 Uhr. Wo ist eigentlich das Autobahnkreuz? Ja, Autobahnpass. Da eigentlich nach unten, ne? Da in die Richtung. Da sehen wir uns dann wieder. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis morgen früh. Wir haben den super Speer. Freut mich. Das ist nämlich eine sehr gute Nahkampfwaffe, gerade auch unter Wasser. Und es geht weiter. Bis zur nächsten Folge von Sunken Land. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.